Hey Leute, ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Trash und Retro. Endlich mal wieder, ist auch eine ganze Weile nichts mehr gekommen, sorry. Tja, wir spielen, wie ihr sehen könnt, The Black Buccaneer. Das spiele ich für euch an. Und zwar ist das ein Action-Adventure auf der PS2 aus dem Jahre 2006. Und noch genug gelabert, fangen wir einfach mal an. Neues Spiel. Sorry. Ihr kennt mich. Vor langer, langer Zeit in der Karibik. Schon seit Menschengedenken schickten die tosenden Stürme des Teufelsdreiecks Schiffe zum Meeresgrund hinab. Eines davon, die Kruger, wurde vor einer unbekannten Insel durch eine übernatürliche Macht zerschmettert. Auf der Suche nach Reichtümern war die Mannschaft der Kruger ihrer eigenen Gier zum Opfer gefallen. Und doch barg genau jene Insel unsagbar Wertvolles, den durch grausame Piraterie zusammengetragenen Schatz von La Borne, einer Furie, die tötete, wie es ihr in den Sinn kam. La Borne, ein Name, den Seeleute fürchteten wie keinen zweiten. Denn die ehemalige Sklavin rächte sich fürchterlich an ihren Peinigern. Und ihr Zorn kannte keine Grenzen. Fragt mich nie, warum das so wackelt. Ich weiß es nicht. Waren es Dämonen, die ihr dienten? Oder andere entkommene Sklaven? Die spanische Krone musste dem Einhalt gebieten und entsandte den Piratenjäger Don Roberto de la Cruz auf die Jagd nach der bösartigen Teufelsbraut. Der Ausgang jenes schrecklichen Kampfes ist nicht überliefert. Man weiß nur, dass der sagenhafte Schatz bis heute unentdeckt geblieben ist. Und dass die Gier der Menschen tiefer ist als der finsterste Abgrund des Meeres. Die Jahre vergingen und einige Menschen begannen zu träumen. Von einer abgelegenen Insel und einem sagenhaften Schatz. Mein Schatz! Viele davon setzten Segel, vom Lockruf des Goldes magisch angezogen. Nur um an dunklen Küsten in finsteren Stürmen einen grausamen Tod zu finden. Ein einziger überlebte, um sein großes Ziel zu verfolgen. Francis Blake, ein unbedeutender Träumer, auf der Suche nach einem Leben ohne Entbehrungen. So, die Ladezeiten sind ein bisschen Hölle. Die ziehen sich wirklich ganz schön. Das Räuspern ist halt ab und zu noch, Leute, kein Hirn. Aber die blöden Sprüche sind wenigstens wieder da. So, mach hinne! Sich zu! So. Ich will spielen! Verdammt! So. Das ist die Spielgrafik. Finde ich ganz ordentlich. Und es ist ein wirklich typisches Action-Adventure. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, an was euch das erinnert. Ich habe da so ein paar Theorien. Also wie gesagt, das kennt keine Sau, das Spiel. Und ich finde es aber echt eigentlich ziemlich gelungen. Hat's auch schon so ein paar Stündchen gespielt. Bamsen. Da hat die Peter wieder ein Problem mit. Wir zerschlitzen die Affen. Da geht's erstmal noch gar nicht weiter. So typisch. Naja, ich will das nicht mit Zelda vergleichen, aber so die Spielmechanik ist zum Teil wie bei Zelda. Der Charakter kann bestimmte Fähigkeiten, das im Speicherstand, Fähigkeiten erlernen und dann weitere Bereiche im Spiel freischalten, die er vorher noch nicht konnte.
Tja, ich habe gedacht, er sagt was, deswegen habe ich meine Klappe gehalten. Also man merkt, es ist ein kleineres Studio dahinter. Ja, wir haben eine Questlog hier. Sowieso mal. Wir haben auch eine schöne Karte, also ich finde die sehr übersichtlich. Also A, dass man rechts die Gesamtkarte von der Insel hat und B, den Bereich, den man gerade durchforstet. Hier hat man die Eigenschaften, also hier kann man auch leveln. Es wird besonders lustig, wenn wir ja nachher in dem Bereich rumduseln. Das ist das Questlog. Das war's. Ah ja, gut. Wir haben auch noch ein Journal. Da können wir uns dann nochmal die Dings angucken. Ja, Zwischensequenzen hätte ich fast gesagt. Also die Texte dazu durchlesen und die Bilder uns anschauen. Das sind die... Wie sagt man? Das ist der Kombo. Kombometer. Ja. Okay. Gut. Weiter. Da haben wir eine Kiste. Kisten sind immer wichtig in Spielen. Gibt's nämlich Zeug. Hier lernen wir eine Kombo. Staccato. Das ist nicht Staccato. Das wäre die Kombo. So. Und jetzt hier, dicker Ballermann. Wir kommen nämlich sonst da oben nicht weiter. Wir klemmen uns mal hinter die Kanone. Boah, jetzt kackt die Stimme ab. Leute. Wir sehen das Ding mal an. Ja, leider verdrehte Steuerung gegenüber der Charaktersteuerung. Und Feuer! Nee, Feuer habe ich gesagt. Bremsen. Das geht ja hin. Da kommen wir da auch durch. Yippie! Juhu! Es ist wirklich im Prinzip ausgeglichen. Kampf, Rätseleien und Erkundung. Also mir gefällt das Spiel eigentlich echt gut. Das gefällt mir halt weniger. Die Ladesequenzen sind nämlich wirklich heftig. Selbst für PS2-Verhältnisse. Ich trinke noch einen Schluck, vielleicht wird es an meiner Stimme ein bisschen besser. Ah, bisschen Bier gurgeln. Also beunruhigend ist das gar nicht, wenn man weiß, was das ist, was da dahinter steckt. Wir müssen hier runter. Unser Francis. Das Francis Blade hört sich übrigens sehr, 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 sehr nach Francis Drake an, von wegen Uncharted, aber... Man muss dem Spiel mal nicht vorwerfen. Also ich finde es nicht schlimm. Da gibt es leider nichts. Die Tür ist definitiv zu. Da brauchen wir noch was. Wir müssen tatsächlich... Du bist mal ruhig da hinten. Ihr seht, die Pistole unter der Lebensanzeige braucht eine Weile, um wieder aufzuladen. Und rechts haben wir die Munition dazu. Ja, das Spiel ist so... Wirklich so eine Mischung, finde ich. Also erstmal so vom Setting her, das werdet ihr auch nachher sehen, ist es so ein bisschen Risen 2, Risen 3 eher sogar noch, Piraten. Und da kommt noch ein Aspekt dazu, der bei Risen 3 auch zum Tragen kommt. Ich geh mal bewusst hier oben hin, weil da habe ich Ruhe vor den Kaspern. Lad auf. Die Gegner sind jetzt nicht schwer, die sind eher nervig. Die verhalten sich auch im Kampf ganz schön affig, finde ich. Oh Gott, war der schlecht. Es ist jetzt hier so dunkel. Keine Ahnung, geh erstmal hier lang, wo ich lang muss. Zack. Vom Setting, wie gesagt, erinnert mich das tierisch an Risen 3 oder Risen 2. Risen 2 übrigens. Demnächst beim Lars auf dem Kanal freue ich mich tierisch drauf. Weil ein Spiel, das ich tatsächlich selbst noch nicht durchgespielt habe. So, jetzt aber fix hier. Bäh. Die Flammen gehen nämlich in aller Zeit wieder an. So. Ob und wie wir da hochkommen, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich glaube, das können wir mit unseren Fähigkeiten auch noch gar nicht. Holen wir uns erstmal noch was anderes.
Entschuldigung, musst du kurz was gucken. Nämlich, ob die Aufnahme aufnimmt. Weil wäre ja Quatsch, wenn bloß die Stimme aufgenommen wird. Bild wollte er ja auch haben, ne? Das wäre denn sonst ein richtiges Bleiben-Projekt. Doch Gott, bin ich heute mies drauf. Was die Sprüche angeht, aber gibt's dazu, ihr habt's vermisst. So. Du bist vom Wunsch besudelt. Okay. So, wir nehmen uns mal dieses Artefakt an. Dann kommt jetzt nämlich eine bestimmte Sache zum Tragen. Das Amulett. Vom Glanz des Amuletts angezogen, nahm Francis das Artefakt in die Hand und hörte ein dumpfes Murmeln. Worte eines Pakts von großer Macht und unermesslichen Schätzen. Er hob das Amulett über den Kopf. Tja, und dadurch erinnert mich das mit dem Voodoo-Kram auch, wie gesagt, an Risen und noch mehr sogar, weil es in die Adventure-Action-Richtung geht, an Shadowman, falls das noch einer von euch kennt. Da spielt man ja anfangs auch einen normalen Menschen, der dann von Voodoo beseelt ist und dann halt doch mächtiger wird. Und ja, das hier ist der Black Buccaneer, den wir spielen können, den wir steuern können. Und jetzt haben wir andere Fähigkeiten. Wir können dabei auch höher springen und alles. Upsa. Scheiße. das war jetzt Bullshit, aber mal richtig. Ich weiß aber jetzt auch gerade nicht, wo ich hin muss. Wir gehen einfach mal den Weg zurück, weil da sind ja doch noch einige Sachen gewesen, wo wir weiterkommen. Ah, das reicht nicht. Mist. Ich muss woanders hin. Gerade stelle ich mich an wie der erste Mensch. Mal wieder. Ey, Kamera. Die ist leider ein bisschen nervig. Also wenn es zu nah an der Wand ist, kann man sich nicht vernünftig umgucken. Mensch, da war es, oder? Das hat jetzt so einen leichten Prince of Persia-Touch. Also, die haben schon ein bisschen gemobst, so bei den... Der lässt sich halt fallen. Bei den Genre-Primen, sag ich mal. Primusse. Primen heißt das, glaube ich, in der Mehrzahl. Und, haben sich aber die guten Sachen rausgesucht, finde ich. Aber, wie gesagt, kennt kein Mensch das Spiel. Also, ich kannte es auch nicht vorher. Aber haben ja viele Spiele, die eigentlich gar nicht verkehrt sind, einen schlechten Stand. Von wegen, dass sie halt zu einem Zeitpunkt rauskamen. 2005, 2006 war echt für PlayStation 2 Spiele echt eine blöde Zeit. Aber mal richtig. Da kamen dann halt schon die ganzen... Sag ich das? Ich weiß es nicht, Leute. Was wollte ich denn sagen? Es war halt echt eine sau dumme Zeit für Spiele für die PS2. Weil einfach da schon die neueren Konsolen, jetzt mittlerweile auch alten Konsolen, schon auf dem Markt waren. Und tja. Das ist jetzt natürlich doof. Ich glaube, die hätte ich verschieben können, wenn ich der Black Buccaneer gewesen wäre. Kann ich hier irgendwas machen? Hallo? Ich stehe gerade auf dem Schlauch, Leute. Ich drück den Knopf. Aber wie Hulle. Hallo? Hallo? Passiert gerade nichts. Warum passiert da nichts? Den Witz kapiere ich gerade nicht. Sehen wir uns halt noch ein bisschen um. Da eigentlich irgendwas zu sagen zu dem Schiff direkt? Nö. Guck
auch nichts. Rein können wir auch nicht. Ich kann mich aber auch nicht verwandeln, weil mir die Mana fehlt für den Black Buccaneer. Sonst hätte ich wahrscheinlich das verschieben können und dann kommen wir da oben weiter. Oder geht's so? Moment, ich probier's mal. Jetzt macht das auf einmal, ich versteh's nicht. Naja, gut. Ich beschwer mich nicht. Alles klar, alles klar. Ich weiß zwar nicht, warum es vorher nicht konnte und jetzt geht's. Die Stacheln sind ein bisschen irreführend. Die machen keinen Schaden. Sondern, ja, die sind bloß da, dass man eben nicht so an den Kisten hochklettern kann. Man muss draufspringen. Wir hier halt noch weiter. Weiter, weiter, weiter. Ladezeit wieder. Verdammt mich. Müsste ich mir mal angewöhnen, sowas rauszuschneiden. Ja, ich faule Sau, schneid was raus. Vergesst es, Leute. Reit mir schön die Schneier weit, wenn ich ein Trash-Check mache. So, jetzt kommen, glaube ich, die ersten etwas größeren, etwas härteren Gegner. Das mal zeigt uns an, wo wir hin müssen. Aber da, ihr seht schon, da ist ein Gorilla dabei. Und der Affe, der rückt mir echt schon ganz schön auf die Pelle hier gleich. Nö, 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 nö. Der hat mal umgeballert. Obwohl, ich könnte hier verwandeln. Let's fight! Wandern wir uns wieder zurück. Den blöden Affen, wenn wir mal so hinkriegen, ist das ein Pavian oder was soll das sein? Also nackten Arsch haben sie, ja? So. Von da sind wir gekommen, glaube ich. Wo sind wir von hier angetrabt gekommen? Bin mir gerade nicht sicher. Nee, da ist ein Hebel. Hebel, warte mal. Ja. Wahrscheinlich, dass wir darüber können. Na komm, du wirst wohl um die Ecke kommen. Danke. Ja, steuerungstechnisch manchmal ein bisschen hakelig. Muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Und aber wie gesagt, die Kamera ist nicht perfekt, aber ich finde, es geht. Komme ich darüber? Ja. Sehr fein. Sehr, sehr fein. Läuft doch. Läuft. 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 Kann ich dich runterschubsen? Auch nice. Was ist das jetzt hier? An diesem Altar kannst du Orgone um Hilfe bitten. Trage die drei benötigten Zutaten zusammen und biete die Gaben da, die Orgone für sein Eingreifen verlangt. Er kann die Eigenschaften deines Helden verbessern. Ah, ah. Das ist also Level Up hier. Na gut. Nehmen wir mal hin. Dass ich hier oben was übersehe. Na. So, und jetzt kann ich mit der Kiste natürlich nichts mehr machen. Die ist hier jetzt schön verkeilt, aber ich komme jederzeit so hoch. Da ist noch eine Kanone. Da geht's auch weiter. Und da sind wir nicht gekommen, ne? Ich glaube nicht. Muss mich tatsächlich mal ein bisschen orientieren. Ah, Side Action Adventure. Gibt's halt mehrere Ausgänge. Bei manchen kommt man dann, wie gesagt, automatisch nicht weiter, weil... sind schon einen Zacken härter. Der da muss auch noch meinen, hier auf uns mit Kokosnüssen zu werfen. Frechheit. So. Das hat er jetzt davon. Was kann ich hier machen? Okay. Naja, langsam, langsam, langsam. Zack.
Ist das mit der Klappe? Ich kann es leider nicht erkennen. Oder war es der vordere Stein? Der war's. Gut. Den können wir hier wahrscheinlich wieder runterschubsen. Mann, mach doch mal. Hallo? Was? Komm. Es, ich habe gesehen, dass da im Hintergrund auch eine Klappe. Naja, das machen wir erstmal anders, weil sonst komme ich da vielleicht nicht rüber. Und uns den auch erstmal. Zack. Das läuft, Leute. Das läuft. So muss halt. Hast du dahinter? Ja. Jetzt muss ich bloß noch den hier vorschubsen. Dann. Na! Also solche Rätsel finde ich auch super. Nicht zu anstrengend für mein Hirn. Kann man alle lösen, wenn man ein bisschen guckt. Da ist eine Plattform gekommen. Bitte, da kann man nicht hochspringen. Da hält er sich einfach nicht fest, Schweinebacke. So, weiter. Was? Jetzt aber hier rüber. Geht doch. Ach. Ach, nee. Übrigens, was ist das jetzt hier? Hat das jetzt überwandert, als wären die da draufstehen? Nein, jetzt habe ich das resettet. Fuck. Oh nee, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Da habe ich jetzt gerade keinen Bock drauf. Ah, scheiße. Gucken wir uns halt noch ein bisschen um. Was gibt's denn hier Nettes? Das ist der Bereich, in dem wir noch nicht rein waren. Ja. Toll. Was dafür Knopf? Bots Reset. Super. Läuft. Fein gemacht. Freue mich drüber. Ein Fehler, den ich nicht nochmal begehen werde. Natürlich helfe ich ihr. Wir sind immer Jungfrauen. Unser Voodoo-Rambo hier nochmal. So, na komm. So, jetzt verwandeln wir sie zurück. Aber wir dürften es geschafft haben. Die, wo sind die Damen Löten hier? So. Was? Ich bin zu alt. So geht das. Hab die mal nicht so affig hier. So, jetzt kommen wir da wahrscheinlich hoch. Jawohl. Wo geht das weiter? Da. Da ist die, da haben wir die. Werden wir noch besuchen und dann werde ich langsam das Video mal abschließen. Schönen guten Tag. Eine sehr laszive Pose. Die Begegnung. Francis war nicht der einzige Sucher auf der Insel. Auch Vanilla de la Cruz war hier. Auf den Spuren ihres Vanilla Vaters de la Roberto. Cruz, okay. Er war bei der Verfolgung von La Borne verschollen. Vanilla begab sich zum spanischen Fort an der Westküste. Okay, Leute, das soll's dann auch gewesen sein. Ich glaube, das gibt echt genug Einblicke in das Spiel. Ich find's gut. Werd mich privat noch dran halten. Ja. Schreibt mal in eure Comments, in meine Comments, was ihr davon haltet. Mir gefällt's, wie gesagt, echt ziemlich gut. Auch ein Spiel, wie gesagt, total untergegangen.
verstehe nicht ganz warum, aber naja, so ist es halt, ne? Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.